Und von da aus ging es eben los. So. Da hinten sieht man ein Häuschen, da müssen wir hin. Das heißt, also das hat gar nichts damit zu tun. Ein bisschen Verwirrung stiften. Dann wollen wir das sehen. So. Okay, da müssen wir hin. Alles klar. Gehen wir noch mal ein bisschen weiter, ne? Sorry, ich filme heute mit dem Handy. Ohne Gimbal. Also sorry fürs Wackeln. Ich hoffe, die Bildqualität ist was. Das ist Xiaomi Redmi 4X. Hab noch nie damit gefilmt. Ich hoffe, das taugt was. Aber die andere, die Cam, da ist der Akku leer. Beide sogar. Oh, das sind welche. Ich mach mal aus, die müssen ja nicht mit drauf sein. So, die Wanderer sind wieder weg. Oder Spaziergänger waren das eigentlich. Kurz mit denen unterhalten. So. Dann geht's mal weiter. So. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera hier in dem Handy einen Verfolgungsschutz hat. Müsste ich mal reingucken, aber ich versuche es ruhig zu halten. Und dann sind wieder welche. Okay, ich mache heute Pause. So, sind wieder weg. Und da sind ein paar Jogger. Ja. Schöner Wanderweg. Nur arschkalt. Ich schätze mal, wir haben so um die 0 Grad. Ich bin noch ein bisschen außer Atem. Meiner Lunge geht es noch nicht so gut. Aber ich soll mich bewegen. Und daher habe ich mich bei der Kälte mal rausgequält. So. Da sieht man schon das Häuschen. Und da sind ja spielende Kinder. Damit die nicht drauf sind, mache ich es mal aus. Bis später. So, da sind wir angekommen. Das ist das Faux-Fox-Häuschen, oder wie sich das schimpft. Aber da hinten sitzen Muggels. Also entweder haben die schon was gefunden. Oh, jetzt kann ich nicht dahin. Ja, dann schauen wir mal. So, die da hinten, das sind nicht die einzigen. Im Häuschen selber. Ich filme, schenke mal rüber. Im Häuschen selber sind auch welche drin. In dem sich so richtig gemütlich gemacht. Das heißt, ich werde wohl abbrechen und zum Auto zurück. Aber ich warte jetzt noch mal 10 Minuten. Aber die haben sich da so gemütlich gemacht mit Thermoskanne, dass ich wohl den Weg wieder zurückgehen werde. Macht ja nichts. So, leider musste ich abbrechen.
Es hatte keinen Sinn. Da saßen noch welche im Häuschen drin mit Thermoskanne und Brotzeit. Sprich, das hätte noch länger dauern können. Also eingeladen haben sie mich leider nicht. Okay, nee, aber Spaß beiseite. Nee, ich wollte jetzt nicht eine halbe Stunde warten oder so. Und von daher bin ich einfach weitergegangen. Muss ich ein andermal hin. Gucken, wo es hier hingeht. Man hört hier die Autobahn in der Nähe. Das ist leider schade. Schöner Wald hier, aber man hört die Autobahn. Und hier haben wir auch noch was. Was ist das denn hier? Das ist doch mal eine edle Spende. Schön, dass man das nutzen darf. Leider gibt es immer wieder Leute, die alles verschmutzen. An dem Häuschen habe ich auch gesehen, da waren schon wieder Plastiktüten hinter so einer Bank. Warum nehmen die Leute das nicht mit? Also echt ein Unding. Aber gut. So, von hier rechts bin ich gekommen. So, von da oben bin ich los. Da oben war das Häuschen. Hier muss ich jetzt weiter. Und hier unten sieht man leider, ich weiß nicht, ob man das gegen die Sonne sieht, da unten ist die Autobahn. Links geht es nach Oberdollendorf, Königswinter, und nach rechts geht es zum Flughafen Köln-Bonn. Ah, da hinten kommt wieder einer. Ich muss mal wieder Pause machen. So, jetzt kann ich wieder weiter aufnehmen. Also hier ist vielleicht was los. Also, na klar, das schöne Wetter. Wir haben Sonntag. Wir haben übrigens den 25.02. Und da hinten kommt schon der nächste mit Hund und so. Okay. Sogar freilaufend. Naturschutzgebiet. Das sollte man nicht machen. Okay, ich mache Pause. So, jetzt bin ich wieder an meinem Ausgangspunkt. Da bin ich vorhin hochgelaufen und dann rechts, rechts, rechts. Jetzt bin ich wieder hier. Und hier vorne ist der Parkplatz gleich. Dann werde ich jetzt mal hingehen. Dann schauen wir mal. Ich denke mal, ich werde im anderen Mal noch hingehen. Und so, bevor ich zum Ende komme, noch schöne Grüße nach Atlanta, Geocaching Katie. Viele Grüße. Und ich werde demnächst auch mal in den USA cachen gehen. Bis dann. Ciao.